So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silber und ja, wir haben auch schon wieder kleine Fortschritte, aber ich gehe mal davon aus, dass Fliege in der letzten Folge das rote Garados gefangen hat. Und Rückkehr und Scarabou sind beide momentan mit dem Level am niedrigsten. Wie Senior bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich den noch weiter trainieren soll, weil der fliegt jetzt eh bald aus dem Team, jetzt wo wir das Garados haben. Bis jetzt fand ich es noch lustig mit ihm zu trainieren, aber auf jeden Fall sind wir hier in der Rocket-Basis. Hehe, bist du glücklich, Funk? Los, mach einen weiteren Schritt, wir haben Fallen in den Boden eingebaut. Ach ja, gutes altes Team Rocket zum Verkloppen. Immer wieder schön. Hatten wir eigentlich seit dem Fleckmondbrunnen irgendwas mit Team Rocket zu tun? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall kann Rückia hier mit Rasierblatt wieder schön durchräumen, denn die Rocket-Rüpel hier sind ziemlich schwach. Im Vergleich zu dem, was wir hier an Level haben, ich meine, die kann man hier mit Level 16 gegen Level 27er. Rukzuki ist auch schon wirklich das Einzige, was sie machen können. Überhaupt noch irgendwie Schaden zu machen. Ich glaube, ich werde die Alarmanlage ausnahmsweise sogar mal ausschalten. Auf die paar EP kommt es dann, glaube ich, auch nicht mehr an. Er macht hier völlig übereifrig Volltreffer ohne Ende. Na gut, Rasierblatt hat eine erhöhte Volltrefferquote. Womit wir eine schöne Volltrefferchance von... Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, in der zweiten und dritten Generation war die Volltrefferquote von solchen Attacken noch um 2 Stufen erhöht. Weswegen wir mit Rasierblatt eine Volltrefferquote von 25% haben müssten. Bevor ich jetzt weiter an die Statuen rangehe, weil immer wenn ich an einer Statue vorbeigehe, kommen 2 Rocket-Mitglieder und das finde ich dann doch auf Dauer relativ nervig, werde ich halt ganz einfach mal hier an den PC rangehen und den Geheimschalter betätigen. So, ich werde jetzt aber Scarabou nach vorne tun, weil ich glaube, der hat mindestens ein Magnetilo. Okay, da waren wir anscheinend schon. Okay, Schalter steht auf aus. Das ist doch schon mal gut. Okay, dann kann ich doch Rückkehr wieder nach vorne schmeißen. So. Nachdem die Alarmanlagen ja schon deaktiviert sind, ein Hypertrank. Können wir jetzt hier schön ohne Umwege weiter hier durch. Und hier haben wir noch ein Nugget. Wieder ein bisschen Money. So, den Teleporter nehmen wir nicht, weil der bringt uns zum Ausgang. Und hier steht Siegfried. Bist du in Ordnung? Deine Pokémon sind müde und verletzt. Gib ihnen ein wenig von meiner Medizin. Gold, lass uns für die Pokémon unser Bestes geben. Diese kleine Ratte. Oh mein Gott, jetzt habe ich ein Déjà-vu. Ach, das ist aber ein Insider, den muss ich jetzt nicht unbedingt erklären. Ein Blutzuck, Level 18. Immerhin schon mal 2 Level mehr als das, als die ganzen Radfratz da vorhin. Aber die kriegen eine Kopfnuss. Das Blutzuck hält doch ganz schön was aus. Gar nicht zugetraut. Gut, Rückkehr ist jetzt nicht unbedingt so eine Offensivgranate. Ein Blutzuck kommt nochmal. Aber ein Rasierblatt würde ich hier ganz ehrlich noch weniger bringen, weil
Schnappzug ist ein Käfer-Pokémon und ich bin mir nicht mal sicher, ob es sogar Käfergift schon ist. Ich meine nämlich ja, weil in dem Fall hätte Rasierblatt nur geviertelte Wirkung und das wäre wirklich nicht gut. Auf jeden Fall haben wir den Rocket Ripple besiegt und um 720 Pokédollar erleichtert. Und hier haben wir noch einen. Die Tür öffnet sich nicht. Nun, oh, sie ist passwortgeschützt. Nur Team Rocket hat Zugriff. Tja, Rocket Ripple möchte kämpfen und er schickt ein Gullbad in den Kampf. Gefällt mir jetzt zwar nicht, dass ich der Rückkehr wieder vorn habe, aber gut, mit Kopfnüssen wird sich das schon regeln. Ist ja wenigstens kein X-Bad. Kreideschrei, das tut sogar auf den Ohren weh. Das senkt ja nicht nur Rückkehrs Verteidigung, sondern auch meine. Blutsauger, der will jetzt nach einem Kreideschrei trotzdem ein bisschen wehtun. Ist ja schließlich sehr effektiv. Aber doch weniger, als ich vermutet hätte. Passt ja. Blutsauger ist halt nach wie vor eine ziemlich schwache Attacke. Und Gullbad ist halt auch kein Käfer-Pokémon. So. Nachdem Rücker jetzt Level 28 erreicht hat, können wir Scarabu wieder nach vorne schicken. Man benötigt zwei Passwörter, um Zutritt zum Quartier des Bosses zu bekommen. Nur ein paar Mitglieder von Team Rocket kennen sie. Diese Auskunft hat mir dieser Rocket gegeben. Gold, los, holen wir uns die Passwörter. Was mit uns meint er mich? Früher arbeitete ich für die Sylph, aber jetzt leite ich Team Rockets Forschungen. Ein Kind wie du, das sich überall einmischt, muss bestraft werden. Ja, probier's doch. Kriegst erstmal Bekanntschaft mit einem kleinen Kampfkäfer. Also, Scarabu, zeig ihm mal, wo dein Horn ist. Schlammbad. Bitte nicht vergiften, bitte nicht vergiften, danke. Slogan ist ja doch Level 22. So, noch ein Smogon. Nee, ich möchte das Pokémon nicht wechseln, ich bleib mit Scaradorn drin. Einer weiteren Hornattacke. Und da tackelt er mich. Wenigstens kein Schlammbad. So, haben wir den Martin auch besiegt. Ein kleiner taktischer Fehler. Du bist ein kleiner taktischer Fehler, mein Freund. So, du hast eins der Passwörter, das weiß ich. Ob ich das Passwort weiß? Vielleicht. Schwächlinge werden es nie erfahren. Ja, Rocket Ripple möchte kämpfen und schickt einen Rittern in den Kampf. Ja, wie immer kommen sie mit den ganzen Gift-Pokémon hier an. Wo ich mit Käferkampf nicht allzu viel machen kann, wenn ich nicht eine Normalattacke hätte. Ja, die Hornattacke ist schon toll. Ein Duflor, nee, ich möchte nicht wechseln. Den flügeln wir auch mit der Hornattacke zusammen, weil bis die Zornklinge hier genug Stärke aufgebaut hat, habe ich die mit Hornattacke dreimal kaputt. So, 508 Erfahrungspunkte und Rocket Ripple besiegt. Okay, genug, ich verrate es dir. Das Passwort zum Büro vom Boss lautet Fleckmon Route. Es ist aber nutzlos, denn du benötigst zwei Passwörter. You don't say, das weiß ich doch schon. So. Hier haben wir noch einen. Es ist mir egal, dass dein Pokémon an unseren Experimenten Schmerzen zugefügt werden. Sollte dir aber nicht egal sein. Der Forscher Hasso, du heißt wie ein Hund. Ein Ditto hat er. Okay. Ja komm, Hornattacke. Solange das Ditto noch schlechte Statuswerte hat. Ja, in der zweiten Generation heißt die Attacke sogar Verwandler.
heißt ja sonst einfach nur Wander. So, 313 Erfahrungspunkte. Und Hasso ist besiegt. Meine Stärke ist das Denken, nicht das Kämpfen. Ja, nicht mal im Denken scheinst du wirklich gut zu sein. So, wie sieht's denn nicht aus? Ja. Da will man mal, dass er nach oben schaut und dann schaut er weg. Was sagt denn der da für ein Kauderwelsch? Du forderst dich zu einem Kampf heraus? Ha, du bist dumm, aber du hast Mumm. Das mag ich. Falls du mich besiegst, verrate ich dir ein Passwort für das Büro vom Boss. Oh, das ist aber nett von dir. Das ist nämlich das Einzige, das mir noch fehlt. Das Einzige von den zwei und so. Ein Radikal hat er. Und dann Scaraborn. Erledige es einmal mit der One-Attacke. Genauso meinte ich das. Level 28. Und den Rüpel haben wir damit auch gleich gewonnen-hittet. Du bist gut. Nachdem er das mit dem Kauderwelsch gesagt hat. Kauderwelsch, das Passwort für das Büro vom Boss. Ich glaube es lautet Radikal, bitte. Die haben es aber irgendwie mit Routen. Bei Team Rocket. So, ich stelle jetzt mal Esther nach vorne. Angriffsplatz, aber ich kann keine weiteren Items mehr tragen. Das ist aber schade. Ein Hyperheiler. Ja, den Angriffsplus kann ich liegen lassen. Das ist eh nur erhöhte Volltrefferquote. Brauchen wir nicht unbedingt. Was haben wir hier? Ein Eisheiler. Wäre zwar brauchbar, aber es passiert so selten, dass man eingefroren wird, ganz ehrlich. Also ich glaube, wir haben noch ein paar Brandbären oder wie die auch heißen. Hier ist überhaupt nichts. Mal schauen. Da ist noch ein Rocket. Ich habe S davon, das sollte kein Problem sein. Oh, ein Kind. Ich mag es zwar nicht, aber ich muss dich ausschalten. Tja, mal schauen, ob du es überhaupt schaffst. Rocket Rüpel möchte kämpfen und er schickt einen Radfratz in den Kampf. Das wird ein Kampf der Normal-Pokémon. Hier kommt Esther. Der noch ein Eboli ist. Fragt sich nur, wie lange noch. Ein Zubat. Möchtest Pokémon wechseln? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte es stattdessen Kopfnussen. Ja, ich werde die Normal-Step auf den Viech aber irgendwie ein bisschen vermissen. Na gut, dafür kriegt er aber wesentlich bessere Statuswerte. Mittlerweile, seitdem es Fähigkeiten gibt, ist Eboli ja dadurch noch stärker geworden. Da hat er nämlich die schöne Anpassung. Machen Step-Attacken nochmal mehr Schaden. So. Ja, bevor ich ins Büro vom Boss gehe, werde ich dann erstmal hier schauen. Immer nämlich TM46, das müsste Raub sein. Können wir aber mal nachschauen. TMV, Raub, haben wir es doch. Wir haben mittlerweile einen ganz schönen Haufen voller TMs. Und eine Kraftreserve TM haben wir ja auch noch. Oh, wen haben wir denn hier? Silver! Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Team Rocket zerschlage? Sag mir, wer war der Typ mit dem Umhang, der die Drachen-Pokémon einsetzte? Ja, die Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage macht mir nichts aus. Mit stärkerem Pokémon kann ich ihn besiegen. Was mich wurmt, ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Ich bin wütend, dass ich gegen so einen Großmaul verloren habe. Für Typen wie dich habe ich keine Zeit. Ja, das ist ein Badass. Der kommt mir hin, sagt mir, dass er pissig ist, schubst mich weg und geht wieder. Das hat wenigstens Style. Esther ist immer noch vorne. Gut, 12. Wären wir jetzt in Hard Gold oder Soul Silver, dann wäre das hier jetzt Lambda.
Was? Wer bist du? Dies ist das Büro unseres Anführers Giovanni. Er trainiert, seit das Team Rocket vor 3 Jahren zerschlagen wurde. Wir sind sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird, um das Kommando wieder zu übernehmen. Darum halten wir Wache. Ich lasse nicht zu, dass es hier laut wird. Entschuldigung. Ein Rocket-Vorstand, Klammer auf Lambda, Klammer zu, möchte kämpfen. Und schickt ein Subat in den Kampf. Oh, Level 22, aber es ist immer noch ein Subat. Subats haben keine Verteidigung. So, was schickt er rein? Ein Radikal? Nee, da möchte ich nicht wechseln. Können wir alles noch schön kopfnussen. Aber es ist schneller. Hyperzahn macht ganz schön Schaden. Ja, die Kopfnuss auch nicht unbedingt wenig. Natürlich war das jetzt ein Volltreffer. Ich habe jetzt darauf gehofft, bitte mach jetzt keinen Volltreffer. Das wäre das Einzige, was jetzt nicht passieren darf. Und natürlich, kaum denkt man es auch nur schon, kommt der Volltreffer. Ja, wieso macht er nicht sowas bei meinem Evoli da vorher, hm? Wäre schon so schön EP für Esther gewesen. Smogon. Habe ich eigentlich noch irgendwas, was speziell angreift und nicht, was nicht Jenny heißt oder Rykia? Nee, habe ich nicht, aber ich möchte hier trotzdem nicht Rykia drin lassen. Ich lasse ungern Pflanzen-Pokémon gegen Gift-Pokémon drin. Bei Scarabu weiß ich wenigstens, dass er die two-hittet. Ein Volltreffer, ein ganz harter ist es. Ja, da hast du einen Volltreffer. Der war genauso unnötig wie deiner. Rocket-Verstand Lambda ist besiegt. Ich konnte nichts machen. Bitte vergib mir, Giovanni. Das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Da rennt er erstmal volle Kanne gegen den Tisch. Ah, hallo Kramurks. Das Passwort lautet Preise Giovanni. Das ist doch eine tolle Auskunft. So, habe ich eigentlich Beleber dabei für unseren Esther. Ja, hier haben wir einen Beleber. Wir können uns ja nachher nochmal ein paar kaufen. So. Ein Supertrank haben wir auch noch. Eigentlich noch normale Tränke. Ja, haben auch noch welche. Die müssen langsam mal weg. Ich hau sie jetzt einmal mal alle raus. Bringen jetzt eh nicht mehr wirklich viel. Auch für nur 6 KP. So. Protein haben wir hier noch. Das ist doch sehr schön. Die Tür ist verschlossen. Gold gibt das Passwort ein. Die Tür wurde entriegelt. Bleib stehen, wo du bist. Wir können es nicht zulassen, dass ein Balk hier rumläuft. Das schadet Team Rockets Stolz. Wie stark du auch bist, du kannst es nicht mit uns beiden aufnehmen. Tut uns leid, Kleiner, jetzt wirst du zermalmt. Hey, sei nicht so egoistisch, teil den Spaß. Wie, du hattest einen Komplizen? Wo ist dein Ehrgefühl? Ich, Giovanni Stellvertreter, werde dir zeigen, was es bedeutet, sich mit Team Rocket anzulegen. Rocket-Vorstand Athena möchte kämpfen. Wenn niemand anders ist, das ja. Und jetzt, wenn Esther schon ein Psyaner wäre, das wäre jetzt toll. Ich
würde aber trotzdem nicht allzu viel bringen, da er noch keine Psycho-Attacken kann. Bis Level 30 möchte ich auf jeden Fall, dass er noch ein Evoli bleibt. Weil da lernt er noch eine schöne spezielle Attacke zumindest, bevor er sich zu Psyana entwickelt und das ganze spezielle Potenzial überhaupt mal ausnutzen kann. Mein Duflor, nee, ich möchte es nicht wechseln. Solange ich noch Kopfnuss-Attackenpunkte habe, zur Not tun es teilweise auch die Spukbälle oder die Ruckzuckhiebe. Aber einen Spukball können wir auch mal wieder raushauen. Und apropos Spukball, ich habe ja gerade eben, bevor ich diese Aufnahme gemacht habe, noch Pokémon Weiß Teil, ich meine, es müsste 39 gewesen sein, aufgenommen. Und da habe ich ja auch gerade die TM Spukball noch gefunden. Volltreffer. Also Esther, du haust heute ja ordentlich rein. Level 29. Das gefällt mir. So. Du bist wirklich gut. So ein Mist. Wenn du bei Team Rocket einsteigen würdest, wärst du sofort im Vorstand. 1800 Pokédollar. Dieses Versteck ist gesäubert. Das ist gut. Das Sendeexperiment war ein voller Erfolg. Es ist egal, was du aus dem Versteck wirst. Wir haben höhere Ziele. Schon bald wirst du die wahre Macht von Team Rocket würdigen. Amüsiere dich, solange du noch kannst. Fufufufu. Genug. Wir haben hier alle Anhänger von Team Rocket besiegt. Aber der Junge, auf den ich traf, macht mir wirklich Sorgen. Sorry, Gold. Ich habe beobachtet, wie geschickt du bist. Daher habe ich mich zurückgehalten. Jetzt müssen wir nur noch dieses merkwürdige Signal abschalten. Diese Maschine ist die Wurzel allen Übels. Ich sehe leider keinen Schalter. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen alle Elektroballs besiegen. Das sollte genügen, um die Maschine abzuschalten. Die Pokémon trifft keine Schuld. Daher fühle ich mich schuldig. Gold, wir sollten uns besser trennen. Und ausnahmsweise nimmt er mir mal wirklich die Hälfte der Arbeit ab. So. Wen lassen wir das denn machen? Spike, komm du mal nach vorne. Du bist ein Boden-Pokémon, du hast gegen Elektro-Pokémon die besten Karten. So. Oh, ich sehe gerade, ich bin schon wieder über 20 Minuten. Ich glaube, die letzten zwei Elektroball lasse ich dann Fliggy machen. Ich beende einfach nach diesem Kampf hier die Aufnahme. So. Dieses Elektroball nehme ich jetzt aber noch mit. Und da gibt es auch noch schön Level Up für Spike. So, an dieser Stelle, ja, beende ich die Aufnahme. Das nächste Mal geht's wieder weiter bei Fliggy. Bis dahin, ciao.